da brennt. Wir haben das große Flugzeug da hinten, also wirklich tolle. Ja, jetzt muss ich mir was überlegen. Das ist ein Reißen. Ja, ja, dicker Pulli oder sogar noch mal eine Fußjacke drunter. Boah, guck mal, der Hubert baut sogar schon eine Zahnfurche. Alter, das ist ein bisschen. Mein Gott, ich hab keine Kraft mehr. Ja, ach, guck mal hier, in der Hängematte hatte ich sie noch drin. Nicht im Schlafsack. Das sind die Streber und die Bushcrafter. Was? Also ich finde, ich liege viel besser drin, ne? Viel gerade auf jeden Fall. Ja. Billy, ja. Kannst du ein bisschen Gas geben, dass du meins auch aufbauen kannst? Gib mir Mühe. Zu Hause eingerahmt. Der liegt bei mir auf dem Nachttisch. Wahnsinn, die Bushcraft-Pizza. Warum machst du da eine Digital? Hä? Warum machst du da eine Digital? Wegen der Hitze, dass die von oben aufkommt. Nur die Pfanne oder ein Set? Ja. Wenn ja. Ich darf. Ja, klar. Weil ich habe nur die kleine Pfanne hier. Die war mal zu klein, weißt du, für Spiegelei, für Rührei oder so. Ja, die ist schon gut. Was hast du für die bezahlt? Kevin weiß ja schon, was er macht. Gespickte Banane. Ja. Mit was? Rumtraubenuss? Vollmilch? Was muss man nehmen? Vollmilch. Kann man nehmen, was man will? Geht auch Schokolade? Keks? Keks geht auch? Ja, das kannst du auch rein onanieren. Oh je. Oh, war das auf Video? Ja, das Gift aber nicht rausgeschnitten. So, guck mal, das Bananenbrot. Ja, ich glaube, das wird gut schmecken.
was, wir lagern das Ding jetzt einfach um. Ja, wer will fleißige Hausfrauen sehen? Ich habe doch aber auch schon hart gearbeitet heute. Ich habe mir alles abverlangt. Bestandsaufnahme Didi, Travel Bibi, und Stefan hat das gleiche Problem gehabt wie ich. Das ganze Kondens- und Schwitzwasser wird scheinbar durch diese wasserdichte Folie zurückgehalten und man liegt eigentlich, nicht eigentlich, sondern man liegt in seinem eigenen Saft. Wie man sieht, Schlafsack zieht sich dann auch noch schön voll mit der Flüssigkeit, mit der Feuchtigkeit. Hat dann in letzter Konsequenz das Ergebnis, dass man halt auch nicht mehr so warm hat. Ne? Hast du was gemerkt? Wärme? Nein, also, nee, kann ging ich noch. Nicht sagen, aber es ist halt nicht kalt genug. Ne? Ja, sind wir ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben wir uns anders vorgestellt. Naja, vielleicht doch besser das Frontline. Kann ich dir da den Kaffee warm machen? Ja, nach dem große Fresse kommt das große Packen. Ja, der Hubert ist auch schon. Ja, das ist jetzt eine ganz enge Kiste zwischen Hubert und Stefan. Kevin sucht verzweifelt nach irgendwas, was er da bleiben kann. Das ist alte Schule, ne? So gehört sich das. Time to say goodbye. Arrivederci. A domani. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Nach ja, 2,5 Tagen mit den Jungs im Wald. Und muss sagen, ja, ihr habt es ja jetzt auf den Bildern selber gesehen. War eine schöne Tour, war abwechslungsreich, da war jede Menge dabei. Wir sind ein bisschen mehr gelaufen als beim letzten Mal, obwohl das natürlich auch, sage ich mal, am unteren Ende so ist, was man so an Touren laufen kann, nicht vergleichbar mit den Touren, die ich vorher gemacht habe. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass bei dieser und bei der letzten Tour wirklich Fokus auf dem Campleben war, das Gesellige, das Essen. Kevin hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht, was man denn da auch Outdoor für kulinarische Leckerbissen zubereiten kann. Das war wie immer riesen Gaudi. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Geschichte mit dem Hammock sehe ich ein bisschen zwiespältig. Also ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich werde auch nochmal ein separates Video zu machen, aber Stefan und ich sind uns soweit einig, dass wir das wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich gegen das Frontline umtauschen werden, weil das so, nee, funktioniert nicht. Ansonsten die Trekkingplätze, muss man sagen, beide sehr cool. Was bei denen wirklich ein absolutes Plus war, dass der Campbetreuer da, der da zuständig ist, jede Menge Holz schon zur Verfügung gestellt hatte. Das heißt, man musste da gar nichts groß suchen, was natürlich das Leben auch nochmal erleichtert hat. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen, ihr habt das jetzt alles gesehen, ihr könnt euch da jetzt euren eigenen Reim drauf machen. Ich empfehle euch auch noch dringend, dass ihr das Video von Kevin, dass ihr euch das zu Gemüte führt, weil der hat auch in der einen oder anderen Sekunde, wo es sich wirklich rentiert hat, draufgehalten, als ich keine Kamera in der Hand hatte. Also in jedem Fall, den Link packe ich euch mal unten in die Infobox. Und ansonsten eigentlich wie immer, ich hoffe, dass euch das irgendwie gefallen hat, dass das kurzweilig war, uns da bei unserem Treiben zuzuschauen, bei den Impressionen von der Tour.
Ich kann euch nur empfehlen, macht so eine Tour, dann eine ähnliche, in jedem Fall selbst. Ist in jedem Fall sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten comment, like, share, unterstützt den Kanal, unterstützt mich. Würde mich freuen über Kommentare, VAs, was auch immer. Ansonsten, keine Ahnung, schaut mal auf Facebook vorbei, wenn ihr Bock habt, oder auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt anständig. Ciao.